Lebendig sein, fühlen, tief, in welche Richtung auch immer, gefällt uns ja eigentlich total gut. Und immer mehr zu sehen, das sagt nichts über mich aus, wie du es gerade so schön gesagt hast. Meine Frisur, Wut gerade, Angst, Zweifel und Unsicherheit. Okay. Und ich bin darunter. Heil und ganz. Das ist so schön. Da muss ich an das... wir hatten mal eine Masterclass in der Supercoach Academy und ich weiß nicht genau, wer es war, aber einer von den Trainern hat über Menschen mit Depressionen gesprochen und hat einfach so erklärt, und da ging mir echt ein Licht auf, ein Mensch mit Depressionen, also Depressionen sagen nicht aus, wer dieser Mensch ist. Sie sagen nur etwas darüber aus, wo dieser Mensch gerade mit seinen Gedanken ist. Ja. Und das finde ich, das hat auch das so gut irgendwie verdeutlicht, dass wir alle eben viel, viel, viel mehr sind. Und wir können uns identifizieren mit den Gedanken, die wir halt dauerhaft denken. Oder wir können auch andere so bewerten. Ja? Mhm. Dieser Mensch hat Depression oder dieser Mensch hat Burnout oder dieser Mensch ist unsicher oder was auch immer. Ja? Aber zu verstehen, dass das sind alles oberflächliche Erscheinungen. Ja? Die haben nichts mit dem Kern zu tun. Mhm. Ja? Sind eigentlich auch nur Vorschläge, die angenommen worden sind. Ja. Mhm. Nun, das macht dann die Identität eines Menschen aus, also die Persönlichkeit. Ja? Aber dahinter ist immer dieses göttliche Licht und diese Wahrheit. Ja? Und ich weiß noch früher, habe ich in meinen 30ern zum ersten Mal gehört. Everybody is whole, perfect and complete. Und damals dachte ich schon so, ja, das hört sich schön an, aber was das wirklich bedeutet, das konnte ich noch nicht greifen. Und durch die Three Principles ist das so gesagt, ja, so wow, tatsächlich, das stimmt. Und das merke ich auch, also so begegne ich mir selbst und ich begegne anderen Menschen so. Und das ist so schön, sich nicht mehr so verrückt machen zu lassen von vermeintlichen Schwächen anderer. Weil man ja weiß, okay, das ist jetzt, dieser Mensch hat eine Schwäche, ist vollkommen in Ordnung. Aber eigentlich ist dieser Mensch genauso Gott wie ich. Ja? Was, ich weiß nicht warum, Sandra, aber während du gesprochen hast, kam mir so eine Erinnerung hoch an, aus meiner Kindheit in den 80ern, ich glaube 81, vielleicht war es 80, hat Princess Diana den Charles geheiratet. Und bei uns in Amerika war das eine Riesengeschichte. Bei uns auch. Ja, diese Prinzessin. Ja, das war wunderschön. Und ich habe irgendwann mal in dem Jahr darauf folgend eine von diesen ausschneidbaren Puppen. Habt ihr die auch gehabt? So aus Pappkarton? Und Diana gab es dort erstmal sie in, also ohne Klamotten, erstmal dort in so eine ganz dezente Unterwäsche und neutral. Und dann gab es einige Sheets von Papers und Kartons und da konnte man ihr Abendgarderobe ausschneiden und ihr Freizeitgarderobe und sie umwickeln. Und was mir gerade in den Sinn kommt, war, ja, Diana war Diana. Und sie hatte verschiedene Kleider, die sie angezogen hat. Aber die Kleider konnte man immer wieder ausziehen. Mhm. Und mir kam gerade so dieses Sinnbild von, ja, jemand trägt das Kleid der Depression, jemand trägt das Kleid von Stress gerade. Das sind sie nicht. Darunter diesen Kleider, die immer wieder abgezogen werden können, das ist das, dieses neutrale, ja,
ja, dieses Göttliche, aber ja, es ist so wunderbar neutral. Ich habe selber ein Sehen gehabt, wo wie mein Kleid, mein persönlicher Shelia ausgezogen wurde für eine Zeit lang. Mit ihren Gefühlen und Dramen und Präferenzen und Euphorien, und was übrig blieb, war dieses liebevolle, beobachtende Watcher der ganzen Erfahrung, die da geschah. Und ich denke, für mich, warum ich das auch endlich verstanden habe mit Sinn, wir sind perfekt, vollkommen und heil, das hat mich früher so genervt. Das hat mich früher so genervt, weil ich habe gedacht, nein, ich fühle mich verdammt nochmal nicht heil. Ich fühle mich nicht vollkommen und okay. Ja, weil ich das Kleid halt gerade anhatte. Und ich habe damals noch nicht verstanden, wir können diese Erfahrungen, und das war so schön, was du gesagt hast, wie Leid ist auch nur eine Erfahrung, die wir haben können. Ja, und das können wir haben, das können wir anziehen eine Weile. Und das heißt nicht, dass was drunter ist, nicht heil und perfekt und vollkommen ist. Das war der Unterschied hinzubekommen. Wir sind das und wir sind diese menschliche Erfahrung. Lea sagt immer, mehr als Mensch und Mensch. Und dass das Hand in Hand miteinander geht. Wow. Ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in manchen Sprachen zwei und Gott sehr ähnlich sind? Also im Französischen ist Dieu ist zwei und Dieu ist Gott. Und das, was du gerade beschrieben hast, das kam mir jetzt gerade so, das ist eigentlich genau das. Und ich meine, ich sage jetzt Gott. Also ich habe mich von allen kirchlichen Konnotationen da irgendwie frei gemacht. Und Gott, das sind vier Buchstaben und die bringt es irgendwie so schön auf den Punkt. Ja, aber wir können auch mein sagen oder so, ja. Oder inneres Selbst und äußeres Selbst. Es sind zwei, ja. Und das hast du gerade irgendwie so schön gezeigt, ja. Da ist die Diana ohne Kleider und dann ist da die Diana mit Kleider. Ja. Und dieses wunderbare Geschenk, eben auf der Welt zu sein in Form. Lea, Shelia, Sandra. Und Präferenzen zu haben, ohne sich von denen haben lassen zu müssen. Immer mit dem Wissen, Diana. Und Abendgarderobe oder dreckige Stiefeln. Und die Freude wieder zu entdecken an diesem Spiel, das Shelia gerade beschrieben hat. Am Spiel Abendgarderobe anziehen, Stiefel anziehen, Dreckhandschuhen, hohe Stilettos. Wie befreiend. Mit diesem Zwei-Sein. Oh, das fand ich jetzt so treffend. Ja. Mensch und mehr als Mensch. Immer in dieser Balance, immer in dieser Schwingung. Und es auch zu vergessen, um ganz spielen zu können. Ja. Weil ich kann ja nur ganz Abendkleid sein, wenn es gerade sich wie Abendkleid anfühlt. Du kannst ja eigentlich nur die Erfahrung Abendkleid machen, wenn du dich voll darauf einlässt, zumindest für eine Weile, ja, und vergisst, ja, dass du eigentlich viel mehr bist als genau dieses Abendkleid. Ja. Mit dem immer tiefer werdenden Vertrauen, dass wir nicht vergessen, auch im Vergessen. Dass wir uns da reingeben können ins Spiel. Ja. Und zurückschwingen werden, wenn es nötig ist. Ach, so schön.